Am Wort ist Hermann Veratschnik, die Grünen. Sehr geehrter Herr Vizekanzler, werte Abgeordnete, keinen Bereich hat es so schwer getroffen wie den Kunst- und Kulturbereich. Und an dieser Stelle möchte ich auch all jene erwähnen, die hinter den Bühnen arbeiten, die vor und nach den Veranstaltungen tätig sind, die vorbereiten, die daran arbeiten, dass Kunst wirken kann. Und nicht zu vergessen das Reinigungspersonal, Billeteure, Garderobe, Beleuchtung, Bühnenbau, all das, was es braucht, damit gemeinsam Kunst wirkt. Und viele dieser Tätigen im Kunst- und Kulturbereich, ja, die haben ein Gefühl der Verzweiflung, der Ungewissheit und des Abwartens. Und wir wissen, es gibt kein vergleichbares Szenario, mit dem wir vergleichen können. Alle EU-Staaten, alle Staaten stehen vor der gleichen Herausforderung und haben auch die gleichen Sorgen. Und es wird auch zukünftig in vielen Bereichen weiter schmerzen. Was ist unsere Aufgabe? Probleme rasch erkennen, beim Namen nennen und Maßnahmen treffen. Das ist das Arbeitspensum in den Kabinetten, in den Clubs, auf der Verwaltungsebene, bei uns Abgeordnete, alle Verantwortlichen, bei allen Verantwortlichen im Kunst- und Kulturbereich. Und an dieser Stelle danke ich der Staatssekretärin Andrea Mayer, dass diese Lockerungen, die angekündigt wurden, mit einem detaillierten Plan dargestellt wurden und Vertrauen schenken in der Kunst- und Kulturszene und vor allem auch, glaube ich, die Möglichkeit wahrgenommen wurde, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Kunst- und Kulturszene auch einzubinden bei diesem Plan. Nochmals danke, das hat gewirkt. Umso wichtiger ist ein Budget ohne Corona-bedingte Kürzungen, sondern ein Budget, das die Spielräume aufmacht, das die täglichen Herausforderungen angreift und zuversichtlich auch die Aufgaben des Regierungsübereinkommens weiter bearbeitet. Und gerade drei Bereiche möchte ich herausnehmen im Kunst- und Kulturbereich, die, glaube ich, wichtig sein können und müssen und vor allem in Zukunft auch wesentlich sind im Bereich des bevorstehenden Konjunkturprogrammes. Zum Beispiel das baukulturelle Erbe als Aufgabe eines zukünftigen Konjunkturprogrammes. Daran arbeiten wir, die Abgeordnete. Da geht es um Sanierung, da geht es um Denkmalpflege, da geht es um Räume in der Erinnerungskultur, da geht es um Räume für Kunst und mit Kunst. Das werden zukünftige Aufgaben sein, wo wir tätig werden können, wo wir tätig sein können. Die soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler, heute schon vielmals angesprochen, ein wichtiger Bereich, den wir angehen müssen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds hier vorbildhaft gearbeitet hat, was die Abwicklung von Anträgen betrifft. Nur kurz, dass man ein Beispiel hat, von 3.400 Anträgen bereits 1.795 positiv bewilligt. Transparent, einschaubar, jedes Tag über die Homepage. Ein Volumen von 1,7 Millionen Euro wurden da bereits ausgezahlt. Und ich weiß, es geht hier nicht nur um den Sozialversicherungsfonds und um Sozialversicherungsträger. Es geht um die Absicherung der freien Szene in der Zukunft. Es geht um jene, die projektorientiert arbeiten. Und es geht auch um eine Absicherung der Institutionen, die im semiprofessionellen Bereich auch arbeiten, vor allem auch in den Bundesländern, wo auch also Freiwillige mit professionellen Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten. Da braucht es in Zukunft viel Engagement. Auch der Fonds, 700 Millionen für NPOs, also 700 Millionen bereitgestellt für die Institutionen, kann hier helfen. Und bitte nicht vergessen, auch das Thema Pensionsansprüche für Künstlerinnen und Künstler. Ein dritter Bereich, glaube ich, ist auch eine Chance für uns, eine Kunst- und Kulturstrategie zu starten, gemeinsam mit allen Parlamentsfraktionen, mit allen Stakeholdern, vor allem auch mit den Bundesländern, diese Chancen zu nutzen für die Zukunft, mit allen Institutionen. Das Gebot der Stunde, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man Freiheit in der Kreativität gemeinsam erarbeitet, dass wir hinkommen zu einem Bereich, wo Kunst ein als menschliches Grundbedürfnis wahrgenommen wird und nicht nur degradiert wird als Freizeitbeschäftigung, als Konsumgut, als Produkt. Werte Abgeordnete, bauen wir an einem Land der freien Kunst und Kultur und versuchen wir hier einen gemeinsamen Weg zu finden. Und letzter Satz noch zum Abgeordneten Trotz da: Die Kurzarbeit
wurde immer angesetzt auf 3 Monate mit einer Verlängerungsoption. Und es ist nicht vorhersehbar, ob auch diese Kurzarbeit nicht weiterhin verlängert werden muss. Auch das haben wir gesehen in der Vergangenheit, von 400 Millionen jetzt bei über 10 Milliarden, 12 Milliarden. Ich möchte einfach das nochmal kurz sagen, das ist nicht absehbar. Da muss man jeden Tag sondieren und auch nachbessern. Und auch der Vergleich heute mit Deutschland, Nachtragsbudget, nämlich mit 27. März, ja, wer die Abgeordnete, glauben Sie, dass diese in Deutschland beschlossenen 112 Milliarden am 27. März heute hier 2 Monate später noch aktuell sind? Die haben dasselbe Problem, dieselbe Herausforderung, und wir werden sie gemeinsam bewältigen in Europa und Österreich, und Deutschland wird hier vorne dabei sein. Und für die Künstlerinnen und Künstler gibt es jetzt die Sicherheit, wieder zu starten im Sommer, in einen Kunst- und Kultursommer. Unterstützen wir Sie. Danke. Kunst müsse als menschliches Grundbedürfnis wahrgenommen werden und eine Kunst- und Kulturstrategie, die müsse her, das fordert Hermann Veratschnik von den Grünen.